Es ist offenbar ein besonderer Ort hier in Hinterschmiedrütti. Schon an der Wegeinfahrt wird man darauf aufmerksam gemacht, dass hier auch UFOs auf Besuch kommen, die manchmal sogar gefilmt und fotografiert werden können. Am 3. Februar habe ich erst gerade wieder ein UFO über dem Haus parkiert, unsichtbar für Aussenstehende. Ein Geburtstagsbesuch von den Außerirdischen für den 57-jährigen Billy Meyer. Der Billy Meyer ist einer der ganz wenigen, die die UFOs und die Außerirdischen hat dürfen filmen und fotografieren. Normalerweise sind die ja sonst unsichtbar dank einem Strahlenschutzschirm. Für den Billy Meyer haben sie aber extra Demonstrationsflüge gemacht. Bei dieser Filmaufnahme ist so ein UFO dann so schnell wieder verschwunden, wie wenn jemand die Kamera abgestellt hätte. Der Billy Meyer will in den Medien nicht mehr selber über die Außerirdischen reden. An seiner Stelle gibt der Guido Moosbrucker Auskunft. Er war Volksschuldirektor in Österreich und kommt schon seit 20 Jahren auf Hinterschmiedrütti. Er hat die Außerirdischen nie selber gesehen, glaubt aber, dass es sie gibt. Also erstens glaube ich nicht daran, sondern ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir nicht die Einzigen sind. Das wäre ja ein Höhenwahnsinn, ein Größenwahnsinn, sich einzubilden, dass ausgerechnet auf dem i-Tüpfchen Erde intelligente Wesen wohnen. Ich hatte Gelegenheit, an drei Nachtdemonstrationen teilzunehmen. Ich konnte Landespuren besichtigen und fotografieren. Ich habe auch die Erlaubnis bekommen zum Fotografieren und hatte verschiedene andere Erlebnisse, so wie viele andere Zeugen auch. Es gibt an die 2 Dutzend verschiedene Zeugen, die im Rahmen dieser Kontakte mit Billy Meyer und den Außerirdischen verschiedene Erlebnisse verbuchen können. Vor ein paar Jahren hat ein japanisches Fernsehteam über den Billy Meyer einen Film gedreht. Er hat gezeigt, wie er die Fotos von den UFOs gemacht hat. Fotos, die weltweit als Sensation gefeiert worden sind, vor allem in Japan und in Amerika. Eine von diesen Fotos zeigt zum Beispiel, wie ein UFO bis im Demonstrationsflug über dem Zürcher Oberland von einer Schweizer Mirage beobachtet worden ist. Das Militär weiss zwar von nichts. Aber das Filmteam hat von dieser Aufnahme eine Computeranalyse machen lassen. Der Computerspezialist Jim De La Tossa hat bestätigt, diese Fotos seien echt. Man könne sogar sehen, dass die Mirage im Energiefeld vom UFO geflogen sei. Was immer das heisst, beim Militär ist über das nichts bekannt. Andere Bildanalysen von UFO-Forschern zeigen, dass nicht alle Bilder echt sind, dass da auch mit Modellen, mit Doppelbelichtungen oder anderen Tricks geschafft worden ist. Die Fälschungen hat aber der Geheimdienst gemacht, sagt Billy Meyer, und als Beweis hat er die Außerirdischen selber fotografiert. Es sind Plejadier vom Planet Era. Sie haben ein grösseres Ohrläppchen als wir und sehen uns intelligenzmässig ein paar tausend Jahre voraus. Eine der Plejadierinnen hat sich mit ihrer Laserpistole fotografieren lassen und als Billy Meyer damit umgespielt hat, hat er aus Versehen in einen Baum geschossen. Der Guido Moosbrucker zeigt das Loch im Baum und erklärt, woher die Plejadier kommen. Wie der Name schon sagt, sie stammen vom Sternbild der Plejaden, im Sternbild Stier, das sind ungefähr 500 Lichtjahre von uns entfernt. Aber, jetzt muss man dazu sagen, dieses Sterngebilde, was wir von der Erde aus sehen, da sind sie nicht ansässig, sondern die sind noch zu jung für menschliche Besiedlungen. Die sind also sind zwar schon in dieser Gegend, aber in einer anderen Dimension. Und zwar um einen Bruchteil einer Sekunde in die Zukunft verschoben. Das ist natürlich für einen normalen Erdenbürger ziemlich schwierig, sowas zu verstehen. Wer aber trotzdem mehr darüber wissen will, kann es nachlesen im Buch von Guido Moosbrucker. Die Plejadier fliegen mit ihren UFOs entgegen den bekannten Naturgesetzen schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde. Und das vor allem, um die Menschheit zu warnen. Sie warnen vor der Überbevölkerung, vor atomarer Verseuchung und vor dem Ozonloch. Wer weitere Beweise braucht, um daran zu glauben, dem kann Billy Meyer auch etwas Handfestes vorlegen. Metallstück nämlich vom Planet Era. Die Teile sind von einem Wissenschaftler unter einem Elektronenmikroskop untersucht worden.
Der Dr. Marcel Vogel, der unterdessen gestorben ist, kommt zu einem frappierenden Schluss. Er könne die Herkunft des Materials nicht erklären. Es enthalte unter anderem seltene Elemente Thulium und die Zusammensetzung müsse durch einen kalten Fusionsstand gekommen sein. Das gäbe es auf der Erde nicht. Die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt hat später leider nichts Außerirdisches mehr können entdecken an diesem Material. Warum aber ist eigentlich ausgerechnet die Billy Meyer ausgewählt worden als intergalaktische Kontaktperson? Warum gerade Billy Meyer? Ja, das ist natürlich kein Zufall. Das hat auch schon seine Gründe. Erstens einmal haben diese Außerirdischen, diese Plejade vom Planeten Erra, auch ihre Vorfahren. Die haben sich immer an die Direktive gehalten, stets nur mit einem einzigen Kontaktmann Kontakte zu pflegen. Und das wollen sie auch weiterhin so halten. Nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei. Dann haben sie natürlich diesen Mann jahrelang geschult. Billy hat ja seit Kindesbeinen an Kontakte. Das waren 11 Jahre mit Asket, das waren 11 Jahre mit Sfat, das ist der Vater von Semyase. Also 22 Jahre lang Kontakte, die wurden vollständig geheim gehalten. Und in dieser Zeit musste er eine ganze Menge lernen. Und wenn sie dann hören, dass man dafür zur Ausübung dieser Geisttelepathie über 50 Millionen Symbole im Kopf haben muss und diese dann übersetzen in die Sprache, dann haben sie ungefähr eine Ahnung, wie lange man so etwas erlernen muss. Und das kann eben Billy Meyer und von uns kein anderer. Und aus dem Grund hat außer dem Billy Meyer auch sonst niemand können so viel und so gute Aufnahmen machen von UFOs. Schade, dass ein Haufen UFO-Forscher die Echtheit dieser Bilder nicht garantieren kann. Aber bewegt sich jetzt nicht der Ast von dem Baum ganz leicht im UFO-Wind? Schade übrigens auch, dass in den Botschaften der Außerirdischen nicht viel zu finden ist, was wir eigentlich nicht schon selber wissen könnten. Vor allem weisen sie hin auf die Eigenverantwortung von uns Menschen. Immerhin sind mindestens 30 Leute im engeren Kreis von Billy Meyer überzeugt davon, dass dort hinter Schmied Rütti die Außerirdischen immer wieder auf Besuch kommen.